Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Kurztutorial für den Afterbuy Builder Service. Ich hoffe, Sie sind bereit. Wir legen direkt los im Afterbuy Management Center. Um zum Builder Service zu gelangen, gehen wir einmal über Tools, Builder Service. Und dann sehen wir hier in meinem Fall schon vorhandene Bilder. Und hier oben einmal natürlich Filtermöglichkeiten, um diese Bilder ausfindig zu machen. Wenn wir jetzt neue Bilder hinzufügen möchten, gehen wir einmal auf Neue Bilder hochladen. Dann sehen wir hier oben schon mal die verschiedenen Hinweise, die wichtig sind, dass wir die beachten. Und dann können wir hier einstellen, Bilderservice-Einstellungen und Funktionen. Wir können hier eine Gruppenzuordnung hinterlegen. Wir können sagen, dass wir Bilder ersetzen möchten. Das heißt, wenn wir ein Bild mit dem gleichen Namen schon mal hochgeladen haben, können wir das Ganze ersetzen. Den Punkt, den ich auf jeden Fall immer empfehle, ist Auflösung nicht verändern. Wir könnten rein theoretisch auch einen Rahmen erstellen. Das möchte ich aber jetzt in meinem Fall nicht. Und wir können auswählen, ob wir eine Thumbnail-Funktion nutzen möchten. Ich möchte hier in dem Fall auch kein Thumbnail nutzen und möchte einfach nur meine Bilder hochladen. Dann habe ich hier den Bereich Bilder Upload und gehe dann einmal auf Datei suchen. Und kann dann hier rein theoretisch direkt die nächste auswählen. Und gehe dann einfach auf Upload. So, das hat funktioniert. Ich kann hier unten dann wieder über die Bilderübersicht im Footer zurück auf die Bilder gehen und kann mir hier die einzelnen Bildlinks kopieren oder aber auch im Produkt selber. Ich mache das einmal Produktverwaltung, Produkte. Kann ich hier zum Beispiel bei dem Halsband beige unter Bilder, Bild groß auf Bild auswählen und das Bild von dem Halsband in beige einfügen. Das war's mit diesem Kurztutorial. Weitere Videos finden Sie neben mir oder in der Videobeschreibung.